So, und damit herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Wegberg-Modifikation in einem neuen Video. Auch heute hier Video mit der automatischen Disposition. Ich habe schon gelesen, Einsatzhauptamtliche Wache, die technische Einsatzleitung der LZ1, Feuer, zwei Menschen nehmen in Gefahr, ein NEF, zwei RTW auf dem Weg und das Ganze im Weg am Friedhof. Feuer im Gebäude. Oh, das klingt natürlich nicht gut. Okay, dann muss man natürlich dementsprechend handeln. Wir bekommen echt nur Wegberg selber. Nein, nicht wieder auf Karte wechseln, sondern diesmal das Dach einblenden bzw. ausblenden. Im letzten Video ist mir da ja ein maximaler Fehler unterlaufen, sodass dann eigentlich der ganze Einsatz für den Arsch war. Aber was willst du machen? Okay, wir machen auf. Wir nehmen Drehleiter mit, wir nehmen HLF mit, ELW klar. Erstmal das MTF raus. Und dann bereiten wir ja alles vor. So, zack. Ah, shit, jetzt habe ich vergessen, das Kabel abzumachen. So, jetzt aber. Läuft. Okay. Gut, du fährst bitte Drehleiter. Du fährst mit auf der Drehleiter. Du wirst auf dem HLF mitfahren. HLF. Ja, du fährst ELW. HLF. Natürlich müssen wir erstmal gucken, dass wir das alles ein bisschen sinnvoll entsprechend aufteilen. So, die Drehleiter kann ja schon mal lospfeffern. Zack. Du kannst dich bitte einmal umziehen. Du wirst dann bitte Zugführer auf dem ELW. Und vielleicht können wir auch sogar noch ein zweites Fahrzeug besetzen. Jetzt habe ich gleich mitgezählt. Wie viele sind denn hier schon hier drauf? Oh. Ja, das ist voll, das Ding. Nein, du fährst dann eben hinten mit im LF10. Auch nicht so wild. Wegberg 11, DLK 23.1 mit Sprechwunsch. Zwei Geräteträger. Einsteller 1 weg, verstanden. Ja, zur Information, wir haben mittlerweile mehrere Anrufe, vermutlich noch Personen im Gebäude. Das Ganze alarmiert nach Feuer 2, Menschenleben in Gefahr. 2 RTW, ein NEF mit euch auf Anfahrt. Die Polizei hat Kenntnis und kommt ebenfalls. Frage, wer ist alles alarmiert? Alarmiert sind die Wache Wegberg, den ELW, sowie der Löschzug 1. Das ist verstanden. Muss ich zugeben, finde ich tatsächlich etwas wenig. Wie gesagt, automatische Disposition, aber Feuer, zwei Menschen in Gefahr. Ich hätte zumindest mal eine Löschgruppe noch mit anrücken lassen. Allein schon für Manpower. Wegberg 11, HLF 20 aus 0187 AGT. Leitstelle verstanden. Stärke 101. Ein Geräteträger. So, damit die zwei Kameraden jetzt hier nicht so doof rumstehen, die dürfen natürlich auch mitfahren. Die kommen halt mit dem MTF hinterher und gut ist. Wäre jetzt irgendwie doof, wenn die hier bleiben müssten. Gerade der eine, der ist Geräteträger, den können wir vielleicht noch gebrauchen. Florian Wegberg 11, LF10, Ausfahrt mit 11.
7 mit 6 AGT. Agile 1 Back, verstanden. Hier wäre sogar noch eine hauptamtliche Kraft gewesen. Gut, habe ich vergessen, aber nicht so schlimm. Wir wechseln auf die Einsatzkarte. So. Leitlicher Science Back von Big Back 11, MTF kommen. Kommen Sie. Ja, Stärke 0021, Radioschutzgeräteträger. Ja, ist verstanden. Ich glaube, es war am Friedhof, oder? Ah ja, ich sehe schon hier hinten. Okay, gut. Pass auf. Rettungsdienst, bleibt bitte erstmal hier drüben stehen. Dann möchte ich nämlich, dass wir... Aha, wieder rausgetappt. Gleicher Fehler wie immer. Ich vergesse es immer wieder. So, super. Drehleiter kann hier durchziehen. So, dann als nächstes das Halef, das bleibt bitte hier so stehen. Danach kommt der ELW. Der ELW muss auch nicht unbedingt da vorne stehen, der kann hier hinten stehen bleiben. Pool kann hier stehen bleiben. Das ist das LF10, das hätte ich schon ganz gerne hiermit. Und MTF, ja, meine Güte, kann auch mit hier hin. So, RTW bleibt bitte auch hier vorne in Bereitschaft. Gut. Ich bin mir nicht sicher, sollen wir noch eine zweite Löschgruppe alarmieren? Klinkum oder so, vorsichtshalber. Ich meine, es ist jetzt nichts Riesiges. Aber so ein LF10 könnte man ja schon mal noch mit dabei haben. Gerade weil dieses auch relativ zügig da sein sollte. Und Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht. Gut, wir haben natürlich dann einen kompletten Zug, aber ich will die jetzt einfach hier mit haben, deshalb dürfen die dementsprechend die Einsatzstelle mit anfahren. Weil wir könnten auch, Sekunde, wir fahren dran vorbei, glaube ich. Wir fahren hier so hin. Elvis ist da, super. Die DLK kann jetzt auch einmal sprechen. Rückmeldung, Kräfte. Wir lassen das Ganze so. Und ich möchte aber ganz gerne Klinkum mit dazu haben. Ja, einmal die Löscheinheit Klinkum zur Einsatzstelle. Einsatzstelle, verstanden. Mit erster Rückmeldung von der Einsatzstelle bestätigt das Feuer. Alle Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet. Eino ist jetzt ebenfalls an der Einsatzstelle eingetroffen. Weitere Rückmeldung folgt. Ach, der holt automatisch... Ja, ebenfalls verstanden. Da holt er automatisch den Türöffnungsrucksack. Ich würde jetzt hier aber die Tür mit dem heiligen Tool einmal aufhebeln. Einfach, weil das Feuer schon bestätigt ist. Der ELW Funk und betriebsbereit. Agile 1 Back, verstanden. So. Boah, setz jetzt. Das ist ja perfekt, das ist ja direkt daneben. Da brauchen wir ja fast keinen Schlauch hier, Mensch. So, wir bekommen jetzt noch Klinkum dazu. Und den Elvi 1-3. Na gut, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, jetzt. Ich habe natürlich zu viel alarmiert. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Gut, GWL wollte ich natürlich nicht. AB hätte ich auch nicht gebraucht. Oh gut, was willst du machen? Ich glaube, jetzt habe ich einfach zu viel alle mehr. Wir gucken jetzt erstmal rein in die Höhle. Ja. Keine Person beteiligt, brennt ein bisschen. Ja, können abbrechen. War einmal zu voreilig alarmiert. Das ist nichts.
brauchen wir fast, müssen wir fast kein Wasser aufbauen hier für das Mist, Äppchen Mist. Aber klang natürlich doch etwas schlimmer als es nun letztendlich ist. Kann ich das löschen? Ja. Ich dachte schon, es ist vielleicht irgendwie, dass wir da mit Feuerlöscher rangehen müssen. Aber nein, geht auch so. Leitstelle von Florian Wegberg 11 RW. Ja, kommen Sie mit Ihrer Durchsage. 01, 2, ein Atemschutzgeräteträger. Leitstelle verstanden. Das war's schon. Okay, dann belüften wir noch und dann ist's gut. Ja, natürlich wieder mehr Aufriss als alles andere, aber hätte ja auch ein dummes Ding werden können. Ich lasse auch den Rest abbrechen, das war jetzt unnötig. Hätte ich nicht machen sollen. Aber gut. So ist das. Alle auf Anfang befindlichen Kräfte können die Einsatzfahrt abbrechen. Leitstelle Kraft 1 Beck, verstanden. Leitstelle 1 Beck mit einer Durchsage an alle noch auf der Anfahrt befindlichen Kräfte der Feuerwehr Wegberg. Keine weiteren Kräfte erforderlich. Anfahrt abbrechen. Quittung mit der 1. Ist der Wegberg ELW 1-2 mit einer Durchsage an die Kräfte im Bereitstellungsraum. Der Bereitstellungsraum wird aufgelöst. Sie können die Heimfahrt antreten. Ja, hier vor Ort auch kein ELW nötig. Theoretisch könnte sogar die Drehleiter heimfahren. Die wird jetzt nicht vorbeikommen, nehme ich an. Die Feuerwehr aus dem Einsatz entlassen. Frei auf der Einsatzstelle. Aber das kann das HLF alleine machen. Ja, hier müssen wir keinen riesen Aufriss jetzt weitermachen. Pol, die brauchen wir natürlich, die kann durchziehen. Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung wieder frei ab Einsatzstelle. Sie sind aus dem Einsatz entlassen, frei ab E-Stelle, Leitstelle Kaseinsberg, verstanden. Feuerwehr aus dem Einsatz entlassen. Feuer bei Einsatzstelle. Ja, haben wir auch verstanden. So, die Hütte ist natürlich noch ordentlich verraucht. Dann warten wir mal, bis dieser sich jetzt hier verzogen hat. So, wie unser Gruppenführer uns jetzt hier mitteilt, ist das Gebäude belüftet. Somit sind alle Maßnahmen unsererseits erstmal erledigt. Wir können die Einsatzstelle schon mal an die Pole übergeben. Den Lüfter können wir ja schon mal in Richtung Fahrzeug wiederbringen. Ich würde sagen, wir bauen diesmal auch hier vernünftig ab, oder? Das machen wir. Komm, so viel Zeit haben wir. So viel haben wir nicht aufgebaut. So, zack, dann machen wir das ordentlich und dann sollte das auch seinen Gang gehen. Standrum muss natürlich auch wieder zurückgebaut werden. Dann haben wir zumindest das erstmal soweit erledigt. Haben wir jetzt schon übergeben? Ich habe gerade gar nicht gelesen. Aber ich denke schon, ne? Stand da was? Das habe ich leider nicht gelesen. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Der sagt uns dann oder gibt uns dann ja eine Fehlermeldung.
Sollten wir noch irgendwelche Aufgaben vergessen haben? Das ist ja schön an Wegberg. Eigentlich kannst du nichts vergessen, der sagt ja, wenn irgendwas fehlt. Das ist ja doch krass, das ist einfach hier ein 3D-Innenausbau für das Fahrzeug. Obwohl man das so gut wie gar nicht sieht. Das ist krass. So, liebe Leitstelle, möchtest du mit mir funken? Hast du da Bock drauf? Das wäre natürlich super, würde ich mich freuen. Muss aber nicht sein. Ich will dich ja nicht überfordern, doch, sie will. Super. Hier Wegberg 11, Halle 20. Mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Das Feuer ist aus. Wir haben jetzt hier noch Aufräumarbeiten. Die Einsatzstelle an Heino übergeben. Abschließende Stärke. 2, 4, 35. Alle Kräfte, Feuerwehr in Kürze, Feuereinsatzstelle. Der Bereitstellungsraum ist aufgelöst. Ja, das ist so verstanden. Genau, und damit drücken wir erstmal ein, schauen mal, was uns so als nächstes erwartet. Wir müssen natürlich erstmal wieder unser HLF bestücken, da haben wir ja Atemschutzgeräte, Schläuche, alles verbraucht. So, zack. Und damit hat sich die Geschichte und wir wechseln auf unsere Wachenkarte. Wir haben auf jeden Fall ein recht interessantes Wetter, also in orangenes Licht getaucht. Das sieht sehr interessant aus, hatte ich so auch noch nicht. Aber wir müssen natürlich erstmal unser Fahrzeug wieder einsatzbereit machen. Sekunde, dafür nutzen wir dich. Du schnappst dir entsprechend mal Schlauchmaterial. Schlauchmaterial auch natürlich, aber erstmal die Atemschutzgeräte und dann machen wir das Fahrzeug erstmal soweit ready. Ich denke mal zwei Stück, ne? Müssten es gewesen sein. Jawohl, hier liegen sie auch schon. Zwei Stück haben wir verbraucht. Das ist jetzt hier mal eine richtige Aufnahmesession. Das ist jetzt das zweite Video am Stück. Und ich habe auch davor schon ein bisschen gespielt. Aber ich hatte noch keinen richtigen Bandeinsatz, wo ich Atemschutzgeräte gebraucht habe. Da hätte ich endlich mal die Chance, in der Atemschutzwerkstatt ordentlich zu arbeiten. Aber kommen gleich dazu, einfach weil ich es nicht gebraucht habe. Manchmal ist das so. Wir hatten ja einen Verkehrsunfall, wir hatten einen Rauchmelder, der nicht bestätigt war. Haben wir also auch keine Atemschutzgeräte gebraucht. Ja, wollen wir die Schläuche schnell dahin tragen, dann brauchen wir jetzt hier nicht mit Palette arbeiten. Kann ja auch ruhig mal zwei nehmen, ne? So ein Schlauch ist nicht so schwer. Wir hätten natürlich hier wieder unseren Rollwagen nehmen können oder diese Gitterbox für den Hubwagen, aber geht jetzt auch so. Schauen wir mal, ob wir noch Rollschläuche verbraucht haben. Ich glaube schon. Mindestens einen, würde ich sagen. Ne, zwei. Okay, na gut. Auch das ist kein Problem. So, super. Fahrzeug ist einsatzbereit. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was mich hier noch so als nächstes erwartet. Und weiter geht's im Text. Darauf habe ich gewartet. Was haben wir? Ja gut, Person hinter Tür. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber auch das muss abgearbeitet werden. Ich würde sagen, wen haben wir denn da alarmiert? Stimmt nur die hauptamtliche Wache, oder? Ja, und was, der LZ1 komplett? Übertreibt das nicht ein bisschen? Wir fahren nur mit dem HLF, also wir wollen es nicht übertreiben. Da machen wir jetzt keinen riesen Rest draus. Ärgerlins, RDW1, Leitstelle 1, wer kommen? Kommen für den Ärgerlins, RDW1. Für euch zur Kenntnis, die Feuerwehr Wegberg ist mit euch auf Anfahrt. Der Patient kann die Tür nicht eigenständig öffnen, dementsprechend die Feuerwehr zur Türöffnung. Verstanden.
Also den kompletten L-Zeit 1 hätte ich jetzt nicht alarmiert. Vielleicht Gruppe maximal noch. Das wäre okay gewesen, aber gut, dann fahren wir halt so raus, dann ist das so. So, reicht. Zack, und wir übernehmen den Einsatz. Na, das läuft doch okay. Ich würde sagen, wir wechseln direkt mal auf die Einsatzkarte. Oder noch nicht? Auch noch nicht? Jetzt aber. Wegberg 11, Alef 20. Ja, Stärke 1-0, 4, 6 Atemschutzgeräteträger. 3-0, 4, 6 AGT. Agenda 1 Back, verstanden. Einsatzort ist am Friedhof 52. Müsst ihr nicht eine ACW davor stehen? Okay, anscheinend noch nicht. Wir checken das mal hier vielleicht. Ich bin Alpha, Alef 20. Ah, wieder ausgetappt. Ich werde das nie lernen. 51? Doch, das könnte ja, 52 sein. Ja, ihr habt die Durchsage an den Rettungsdienst mitbekommen. Ja, haben wir. Also ich nehme an, das ist dieses Gebäude. Man sieht jetzt keine Hausnummer, aber wenn das die 51 ist, das die 49, wo ist die 50? Bestimmt auf der anderen Seite. Sekunde. Ist es nicht... Ach, ich muss gleich nochmal auf den Melder gucken. War es nicht... Was, die 52? Ich hätte jetzt nur gedacht, weil hier eine Person davor steht und die sich anscheinend auch so ein bisschen... Na gut, winken tut sie jetzt nicht unbedingt, aber... Ich dachte, sie versucht sich da irgendwie... Ja, kenntlich zu machen. Wir fahren gleich mal direkt hier vor. Ich glaube, es war die 52. Bin mir aber jetzt auch nicht so sicher. Wir checken das mal. Einmal sicherst du mir bitte die Einsatzstelle so ein bisschen ab und... Meine Führungskraft schaut sich das Ganze erstmal an. So, was haben wir? Es war auf jeden Fall die 52, genau. Das muss ja dann dieses Gebäude gewesen sein. Da könnt ihr schon mal absitzen. Und einer von euch kann sich mal mit dem Türöffnungsrucksack bitte ausrüsten. Der andere bitte mit dem Notfallrucksack. Solange wie der ATW noch nicht da ist, müssen wir das übernehmen. Genau. Gebäude kann nicht betreten werden. Tür ist verschlossen. Dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir hier direkt, bevor wir jetzt hier ewig rumspielen, das Zielfix ansetzen. Und dann da dementsprechend versuchen, die Tür zu öffnen. So. RCW noch nicht eingetroffen. Wir geben ganz kurz mal ein Update an die Leitstelle, dass die wissen, was wir hier machen. So, die Schrauben konnten gut reingedreht werden. Jetzt versuchen wir den Zylinder zu ziehen. Schauen wir mal, ob es klappt. Oder ob die Tür etwas widerspenstig ist. RTW nach wie vor noch nicht da. Kommt aber auch aus Erkelin. Es kann also sein, dass dann eine Sekunde länger braucht. Aber wie gesagt, wir haben ja hier dementsprechend schon mal jemanden mit einem Notfallkoffer. Rückmeldung Einsatzstelle. Wie gemeldet, Person hinter Tür. Die Tür wird nun gewaltsam geöffnet. Kommen ob verstanden. Leitstelle Kasse 1 Beck, verstanden. So, schauen wir mal. Er versucht immer auch die Tür zu öffnen. Ist auf. Ah, shit. Okay, hat natürlich nicht gebracht, also setzen wir jetzt die Akkufräse an. Kann ich. Die hat noch einen zusätzlichen Riegel. Ja, dann können wir ja eigentlich nur... Letzte Instanz wäre das Heiligentool. Also das mit dem Türfernöffner ist ja natürlich jetzt eigentlich Quatsch, theoretisch.
Aber man kann es ja mal probieren. Die Fräse können wir nicht ansetzen. Hat einer von euch eine Akkufräse auf dem Auto? Also wir haben sowas nicht. Wir haben das Zielfix, ja, keine Frage. Heilige Tour sowieso, aber keine Akkufräse. Ja, na, das war klar. Okay, pass auf dann. Muss die Tür aufgebrochen werden, wir holen mal die Polizei dazu. Weil wir die Einsatzstelle dann auch irgendwann an irgendwen übergeben müssen. Man sieht es hier schlecht, weil hier ein Dach drüber ist. Ich weiß nicht, was er da macht. Ich hoffe, wir brauchen jetzt hier... Ich vermute es aber fast. Ich würde direkt mal ein NEF nachfordern. Einfach, weil mir das zu lange dauert. So, zack. Und natürlich... Ah, Polizei habe ich jetzt vergessen, ne? Scheiße, dann muss ich gleich nochmal machen. Einmal Nachforderung. Wir benötigen den Notarzt an der Einsatzstelle. Den Notarzt zur Einsatzstelle, verstanden. Und natürlich, was ich jetzt vergessen habe, die Polizei müssen wir gleich nochmal machen. Doppelt hält besser. Aber wir dürfen auch sofort so. Wir benötigen Heino zur Einsatzstelle. Ja, die Person liegt nämlich schon eine Sekunde länger. Polizei hat Kenntnis und ist auf Anfahrt. Nebenbei, geiler MAN-LKW hier. Schönes altes Teil. Ja, wie gesagt, NEF ist alarmiert, Pol ist alarmiert und wir müssen jetzt halt warten, bis die Kräfte eintreffen. Ansonsten keinerlei weiterer Handlungsbedarf. So ist das halt manchmal. Wegberg NEF1, Leitstelle Kreis Einsberg. Hier Wegberg NEF1, kommen. Feuchte Information, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Patient ist bereits verstorben. Ihr seid also zur Dokumentation nachalarmiert. Verstanden. So, beides hat eintreffen, NEF, aber auch unser Funkstreifenwagen. Dann schau dir das mal bitte ganz kurz an, ja. Die Person, die liegt da schon anscheinend eine Sekunde länger. Polizei, wir können hier schon mal den Einsatz soweit übergeben. Für uns weiterhin erstmal kein Handlungsbedarf. Das ist ja eine Sache für Polizei und Rettungsdienst. Ja, der NEF, beziehungsweise also der Notarzt, das NEF nicht, aber der Notarzt hat das natürlich hier bestätigt. An dieser Stelle keine Lebenszeichen mehr. Herr Urban hier von der Polizei hat die Einsatzstelle übernommen, deshalb würde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Wir beenden die ganze Geschichte an dieser Stelle. Es waren ein paar ruhigere Einsätze. Gut, wir haben einen Brandeinsatz dabei gehabt, das war aber auch nur eine kleine Geschichte. Aber auch das ist Tagesgeschäft, ich wurde mal dafür kritisiert,
dass ich nur die großen Einsätze zeige. Nein, ich kann auch kleine Einsätze. Ich versuche es halt nur ein bisschen spannend zu halten, dass wir nicht nur viel Kleinscheiß sehen, sondern auch natürlich dann in regelmäßigen Abständen auch mal die großen Dinger, die etwas länger dauern, die etwas aufwendiger sind. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach hier in den Videos so viel Abwechslung wie möglich haben. Das ist mir eigentlich ein großes Anliegen. Ich hoffe, euch hat dieses Video an dieser Stelle gefallen. Ich hoffe, dass ihr gesund seid, dass ihr es bleibt. Und dass wir uns endlich ist er mal wieder da. Wir fangen von vorne an. Also, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr gesund seid, dass ihr es bleibt. Und dass wir uns dann im nächsten Videostream, was auch immer, wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.